okay. Ah, ich kann nicht mit. Ja, okay. Von Mokpantohal. Was weißt du über die ewige Stadt? Nicht viel. Es war eine alte heilige Stadt der Echsenmenschen. Aber Urias hat die Achas bekehrt und dem Namenlosen einen Tempel errichten lassen. Dorthin lässt er die Entführten bringen. Dort werden sie zu Propheten gemacht. Was geschieht mit den Entführten? Warum verlieren sie alle den Verstand? Sie werden in den Tempel des Namenlosen gebracht. In 13 Kammern werden sie geprüft. Dort wird alles zerschlagen, woran sie jemals geglaubt haben. Bis sie bereit sind für das Flüstern. Dann übernimmt das Flüstern ihren Geist. Hier mit allen Helden. Der Karte errichtet einfach die Mauer. Er ist einfach jetzt eine Mauer. Geworden. Julia eigentlich ganz gut gewesen. Ah, die haben keine 30 Leben. Nicht die anderen. Sind schlechtere Spinnen. Ach Gott, die können sich hier. Ja, okay. Macht aber auch Sinn. Dass sie auf ihren eigenen Netzen laufen können. Einfach den Shortcut. Ah, nach da drüben muss ich, okay. Müsste ich da eigentlich nicht mehr wegkommen. Theoretisch. Der große. Ja, machen wir es so. So, die eine ist tot, die eine ist runtergefallen. So weit, so gut. Ah, das sind die mit den 30 hier. Üble Spinnen, üble. Ja, greift die an. Die war ja als erstes. War eigentlich gar nicht so schlecht, ne? No? Nein. Okay. Die hat kaum. Ich wollte einfach mal ausprobieren, ob das geht. Ah, die haben aber auch zwei Sterne. Ach Gott, die können da auch überlaufen. Ich kann von da drüben nicht mehr runter. Okay. Ich glaube, die hatten mehr Feuer drin.
Treffen mit normaler Attacke, okay, das bringt mir nichts. Dann macht sie halt mal den. Könnte ich dann noch darüber laufen, aber das bringt ihn halt nicht. Ja, Norin macht da drüben auch noch kaputt. Die haben einfach keinen Bock mehr. Das war ein richtig guter Crit. Getrapped. So wie die anderen. Ich glaube, er kann wahrscheinlich mit dem... Ja, nee, das geht nicht. Schade. Oh, okay. Oder so. Ich habe extra Proviant geholt, damit ich hier die kommen aus den Löchern gesprungen. Hier lohnt es sich, sich zu verausgaben. Je schneller ich da welche besiegt habe, desto besser, aber wenn da wieder welche aus den Löchern gesprungen kommen, dann... Ne, hier ist aber auch nichts, was jetzt irgendwie... wirkt. Wer ist der Nächste?
irgendwie eine Kiste oder sowas. Oder irgendwas, womit ich halt interagieren kann. Ne? Da fahren. Ich sehe, war das der ganze Kampf. Real? Okay. Also dann nehme ich damit Souverän. Generiert sie schon wieder. Ich bin, glaube ich. 3 Punkte, 43. Weiß nicht. Was? Magier Instruktor. Der ist nicht ganz unwichtig. Welche Stufe beendet Verzauberung? Stufe 2. Förderlicht ist alle Verzauberungen bis Stufe 3. Endet alle Verzauberungen bis Stufe 4. Vielleicht alles. Im Ziel. Das ist halt sehr stark. Das ist halt richtig stark. Waffenfalle. Er kann halt nur noch seine Grundwerte verbessern. Ja, okay. Aber seine Magieresistenz erhöhen, genauso wie Naurum eigentlich. Aber lassen wir erstmal noch. Aurelia. Ach ne, wobei. Waffenverleihen. Bogen machen wir jetzt besser. Ganz gute Werte, die Spinnen. Also ich glaube, den Einser brauche ich nicht mehr. Mein.
mein Schüler. Oh. Ganz ehrlich, ich denke immer die ganze Zeit, dass es irgendwie schlimmer wird. Arax. Also, zumindest, dass sie... Angenommen, wir besiegen Urias. Was dann? Was soll dann sein? Wir wenden das Unheil ab, aber die Welt wird noch immer die faulige Scheibe sein, die sie war. Nichts wird sich geändert haben. Vielleicht geht es gar nicht ums Weltverbessern. Vielleicht müssen wir nur die richtige Haltung zu all dem finden. Ich unterbreche ungern eure philosophische Debatte, aber... Und meine den giftigen Nebel. Ah, okay, der Nebel kommt von hinten. Thank you.
Geht echt gerade ganz eigentlich besser als ich dachte, muss ich ehrlich sagen. So einen gewissen Vorsprung. Ne, Laurem lasse ich mal da hinten nochmal stehen. Der wartet jetzt aber erstmal. Zubaran wartet jetzt mal auf. Ich will eigentlich die Zombies da reinlaufen lassen. Bevor der Giftnebel da ist. Na, ihr versteht. Muss ich machen. Sorry Moment, aber... Ja, aber es sind alle Hexfelder. Ah.
Schuss zu machen. Also um so einen Ignis. Um nochmal so einen großen Fulminikus zu machen. Wobei ich das eigentlich ganz cool finde, dass es geht. Genau, 6 Minuten. Ach, jetzt brennt es da drüben. Ja, da drüben ist einfach mal Norum hin. Dann holt ihr die Spinnen in den Kampf mit rein. Kann er nochmal kurz. Ah, dann haben wir noch den Meister nicht. Ah, ja. Dann geht er da hoch. Was hat er Karte für? Ah, ja. Da hinten sind sogar noch Zombies. Muss ich auch noch einen nehmen. Oder nee, ich glaube, ich switch mit ihm. Nee, das mache ich erst, wenn ich mit dem Spinnen fertig bin. Dass er dann aufs Schwert switcht, damit er dann die zwei Punkte Regeneration bekommt. Okay, da kommen keine neuen runter, aber vielleicht trotzdem. Schon wieder über eine halbe Stunde. Wäre ich nicht, dass die Folgen so lange sind, ja.
Sind das dann einfach die Höhlen von Mok Pan Tuhal Teil 2? Jetzt auf der Karte gehen, weil das nächste Ziel ist. Holy shit. Das war ein guter. Er ist in seine Range reingelaufen. Muss langsam weiter. Ich bin immun gegen Stichschaden, glaube ich mal, ja. Okay. Im Fall von war schön, euch gekannt zu haben, ne? Yeah, war ein richtiger Kackkampf.